Du warst doch im Jugendvollzug. Ist das nicht wie Knast? Ja. War die härteste Zeit. Manchmal dachte ich pack's nicht. Aber ich glaube, du hast Schlimmeres erlebt. Ich kann sehen, dass du zu kämpfen hast. Etwas quält dich. Willst du darüber reden? Ich will ja mit Gabe reden. Aber was soll ich ihm nur sagen, um die Sache mit Mac zu erklären? Tja. Die Vergangenheit erzählen. Kraft erzählen. Ich finde, wir sollten schon ehrlich sein und ihm die Kraft erzählen. Als der Bruder würde, das würde schon. Ich meine, Chloe hat uns geglaubt in Life is Strange 1. Das. Ja. Wir wissen nicht, was dagegen spricht. Ihm als Bruder können wir doch vertrauen. Mit mir. Stimmt. Etwas nicht. Ich weiß, was andere Leute fühlen. Ich kann eine Aura um sie herum sehen. Und wenn die Gefühle stark genug sind, wenn sie wütend oder traurig oder ängstlich sind, fühle ich es auch. Und verliere die Kontrolle. Und das passiert schon sehr lange. Wie bei Mac. Ich spürte all die Wut, als wäre es meine. Ich denke, dass Macs Wut recht offensichtlich war. Dahinter steckt mehr. Er war nicht nur wütend auf dich, sondern auch auf sich selbst. Er denkt, er wird Riley verlieren. Hast du das von Riley? Ja, genau. Hat sie mir erzählt. Bei unserer Pyjama-Party letztens. Okay. Okay. Sicher, dass es nicht... Es ist nicht nur in meinem Kopf, Gabe. Versprochen. Es liegt nicht an Stress, Medikamenten, Trauma oder sonst was. Es ist real. Kannst du mir sagen, was ich gerade fühle? Du fühlst, dass du viel mehr Bier brauchst. Das trifft die meiste Zeit zu. Ich erwarte nicht, dass du mir glaubst. Das tut niemand. Du fühlst also wirklich, was andere Leute fühlen? Ja. Du gehst sozusagen in ihr Herz. Ich denke schon. Ich bin eher der Überzeugung, dass es eine Hirnsache ist, aber egal. Ich bin der Überzeugung, dass Gefühle eher eine Hirnsache sind. Das ist gut, es gibt auch, ja. Das Herz ist erstmal nur eine Pumpe, also. Ist vielleicht unromantisch, aber. Auf die Fresse kriegen und keine Freunde haben? Das ist ein super Fluch, Alter.
Okay, okay. Superkräfte ist vielleicht zu viel. Aber ich weiß die meiste Zeit nicht, was mit den Leuten los ist. Charlotte versucht mir beizubringen, meine emotionale Intelligenz zu erhöhen, aber das ist ein anderes Level. Ich meine, du verstehst sie so richtig. Das ist echt besonders. Besonders? Das ist alles, was du dazu sagst? Absolut. Ich meine, es ist, was du draus machst, oder? Aber es ist egal, was passiert. Ich bin für dich da. Vergiss das nicht. Also, wann wolltest du mir von der Gitarre erzählen? Oh shit, du hast sie gefunden. Sollte eine riesige Überraschung werden. Überraschung? Und? Was denkst du? Ich liebe sie. Vielen Dank, wirklich. Kein Ding. Willkommen daheim. Oha. Oh, hey, was ist los? Hey, ist Ethan hier? Nein, er wollte nach Haus. Das war er, aber ich kann ihn nicht finden. Ich hab so eine Idee, wo er hin ist. Und er hat so eine Idee. Er wird doch nicht. Vielleicht? Fuck, ich fürchte schon. Was ist? Ich glaube, er ist in den Bergen. Wenn er echt da hoch ist, müssen wir los. Sofort. Lasst uns gehen. Die Sprengung, Freunde. Habt ihr alles vergessen? Doch vorher mal Bescheid sagen können. Ethan? Ethan! Komm schon, geh ran, geh ran. Alex. Oh, verdammt, die sind doch blöd. Hier lang. Wir haben doch x-mal gelesen, dass dort das. Uns wurde auch x-mal gesagt, dass hier die Sprengung in diesem Abend stattfinden soll. Wow. Ich war ewig nicht mehr hier. Die haben doch sogar eine Dame, die dort von diesem Teufel ist, das dort. Die saß doch noch in der Black Lantern. In dem Moment, wo sie dort unten. Die ist doch bestimmt nicht weggegangen. Die müsste dann auch immer noch mit dem Ducky zusammensitzen. Warum geht man da nicht hin und meine Fresse? Machst du nicht deinen Ranger-Kram in der Nähe? Privatgrundstück. Nicht mein Zuständigkeitsbereich. Dad hat mich früher oft hierhin mitgenommen. Ich war sein Bergarbeiterlehrling. Das war natürlich, bevor man die Berge halb in die Luft gejagt hat. Hat's geklappt? Ich habe das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Ach, wenigstens haben wir so keinen Zeitdruck. Hey, alles okay? Ja. Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm. Lass uns suchen.
dieser Bengel. Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Hey, wir werden ihn finden. Ja, du hast recht. Danke für deine Ehrlichkeit. Ein Glück hast du mir davon erzählt. Natürlich. Ich werde mich umsehen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich schau mich um. Ich frag mich, wie Ethan in die Mine kommen wollte. Hat natürlich nichts gebracht. Er ist sowieso hingegangen. Das war eine Entscheidung, die absolut keine Auswirkungen hatte. Nein, 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 nein. Und nochmals nein. Tragen Sie einen Schutzhelm, Arbeitsstiefel mit Stahlkappen, robuste Handschuhe, reflektierende Kleidung, eine positive Einstellung. Ja. Oder auch nein. Genau gesagt nein. Ach, wirklich? Betreten verboten, dieses Gelände ist Privatgrundstück, der Teil von Minengesellschaft. Nur autorisierte Teil von Personal ist zugelassen, Verstöße werden strafrechtlich verfolgt. Cool. Eine Mörderscheine. Tja, wir müssen noch hier irgendwo. Vielleicht braucht Julie McNamara deine Anerkennung gar nicht. Ja. Erst finden wir Ethan, aber danach mache ich damit auf jeden Fall eine Spritztour. So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Hey, Bro. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. Das wahre Monster ist der Alkoholkonsum Minderjähriger. Von dem habe ich mich gerade ernsthaft erschreckt. Wie kann der Gummizombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? Für einen kurzen Moment, als ich mich umgedreht habe, ups, ist einer. Die wollten heute Abend eine Sprengung durchführen. Zum Glück hat Gabe sie noch erreicht. Na, hat er das? Damit zu fahren macht bestimmt weniger Spaß, als man denkt. Ich meine, ich bin leider ein bisschen gespoilert, weil ich habe das. Ich versuche euch nicht zu spoilern. Ich bin leider ein bisschen gespoilert, weil ich das Life is Strange True Colors Let's Play damals vollständig bei Kong geguckt habe. Das ist schon ein Weilchen her, deswegen weiß die Hälfte nicht mehr, aber. Sieht ganz schön mitgenommen aus, was damit wohl passiert ist. Eine gewisse gewisse Sache weiß ich natürlich. Wenn ihr es nicht wisst, sage ich es euch nicht. Ich habe es schon genug angedeutet. Wow. Sobald Ethan in Sicherheit ist, stoße ich auch mit an. Wir trinken auf das Wohl von Jet Langton, der uns hier am 30. Dezember 2008 aus der Hölle gezogen hat. Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Nein, warte. Tu's lieber nicht. Alex hat mich gewarnt, aber ich habe es nicht verhindert. Ich bin so ein beschissener Versager. Ethan bedeutet Gabe so viel. Wir müssen ihn finden. Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan lässt sich von seiner Angst nicht aufhalten. Ich bin froh, dass er hier ist. Oha. Was ist hier passiert? Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jet führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Aha. Da kommen wir jetzt dahin. Das selbe Symbol.
Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Auf jeden Fall. Okay, wenn diese Wand eine Illusion ist... Zombie. Blut zu dem Tor hin. Das Tor. Okay, wir müssen zu dem Tor hin. Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da, das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja, gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Okay, Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Hier ist Tor. Das offene Tor. Das ist zum Einreißen. Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Das hatten wir schon. Ja, das ist das Richtige. Das ist hier Blut nach auf dem. Das wird schon richtig sein. Ich will mal kurz mit dem sprechen. Kriegst du's hin? Hab schon länger kein Schloss mehr geknackt. Bin nicht in Topform. Was du mir vorhin erzählt hast. Wenn er hier draußen ist und etwas fühlt, könntest du ihn dann finden? Er müsste es sehr stark fühlen. Also, so richtig stark. Selbst dann weiß ich nicht. Bestimmt nicht von der Entfernung. Das ist keine Betoiden oder wie die heißen aus Star Trek. Aus der Entfernung. Gefühle. Das ist schon irgendwie, aber... Sag Bescheid, wenn du was findest, ja? Also, ist Ethan... Oh, Mann. Gib hier was auf. Denkst du, hier ist eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Oh, der ist ja durchgeschlüpft. Klar. Der Kleine, der passt doch bestimmt durch. Das hast du im Comic gefunden? Did you get your checks? Ich versuche das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Shit. Das kann doch mal alles schief gehen. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen, aber wie ist er wieder rausgekommen? Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Die genießt es. Okay. Wenn ich den Hörer abnehme, meldet sich bestimmt ein Dämon auf der anderen Seite. Nein, danke. Ben, alles okay? Tut mir leid, dass ich dich auf der Arbeit störe. Ich war gerade beim Arzt. Ich konnte nicht warten, bis du nach Hause kommst. Liebling? Ich bin schwanger, Jet. Oha. Eine Erinnerung haben wir gefunden. Thank you.
Die Entscheidung nehme ich dir bestimmt nicht ab. Hast du schon mal einen Actionfilm gesehen? Hi, gruselige Bruchbude. Stürz bitte nicht ein, solange wir hier drin sind, ja? Danke. Wow. Mensch, hoffentlich sind da Twinkies drin. Die schimmeln wenigstens nicht. Werde ich. Das kam im Comic nicht vor. Okay. Wissen wir wohl, wo wir lang müssen. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Wenn du an sowas glaubst, vielleicht. Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Ich glaube, Fëanor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Ich will mir hier nur alles angucken. So viel Zeug. Einfach zurückgelassen. Ich hoffe, dass Alex mit dem Comic recht hat. Uns läuft die Zeit davon. Das hoffe ich auch. Das Ding hat seine besten Tage hinter sich. Versuch was wert, oder? Ethan muss irgendwo anders durchgekommen sein. Mal sehen, ob ich es rausfinden kann. Das hatten wir ja schon. Wollte halt hier nur mal links und rechts gucken. Dass wir hier möglichst viele Sachen mitnehmen. Auch wegen den Erinnerungen und so. Dass wir da nicht an Sachen vorbeilaufen. Gab es jetzt nicht so viel, aber ist es vielleicht trotzdem wert. So viel Lärm, wie wir hier machen, wird uns doch bestimmt schon kommen. Das kam im Comic nicht vor. Okay. Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Da sagst du was. Ist nicht im Comic. Ist nicht im Comic. Gut, dann müssen wir da auch nicht lang. Das Silo. Wir kommen der Sache näher. Ah ja, da gibt es auch noch eine andere Treppe. Natürlich nimmt er den gefährlichen Weg. Erinnert mich an das Schlangending in Ethans Comic. Natürlich, ja. Mit der Treppe wäre es ja nicht abenteuerlich genug. Das Schlangending. Da springt er ab, scheiße. Klettert dann hin, gewiss. Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Ist sich lebensmüde oder was? Vielleicht gibt... Achtung! Oha! Hey, cool. Du hast die Tür geknackt. Ja, man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Ein Wunder, wie es im Buch steht.
Der Laden war also schon eine Todesfalle, als er noch in Betrieb war. Cool. Cool, cool, cool. Nicht auf dem Förderband stehen. Auf einem sich bewegenden Förderband stehen und oder davon transportiert zu werden, kann zu Verletzungen oder zum Tod führen. Die Taifminengesellschaft haftet nicht für medizinische Kosten, die dadurch entstehen, dass Angestellte die Förderbänder inkorrekt benutzen. Ja. Ist aber nicht das Förderband, auf das wir so drauf sein. Hier in der toten Krähe. Dann eine Matratze vorbei. Da sind wir lang. Das hat so lange gedauert. Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes, Alex? Warum ist das nicht schon mal vorgegangen? Alter Schwede. Da hoch. Jetzt ein Leiter, so wie ich weiß. Ganz genau. Feanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da. Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Exakt im Sprenggebiet. Hätte sich besser aussuchen können. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan? Ethan! Ethan! Oha. Ich spürte die Gefühle. Ich bin unterwegs. Moment. Warte. Halt. Hier. Ethan? Alles okay? Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Ach, das ist doch... Da kam das kleine Kind rüber, aber... Nein!